Guten Morgen, Leute. Es ist früh am Sonntagmorgen. Es ist sogar sehr früh am Sonntagmorgen. Es ist 4.37 Uhr am Sonntagmorgen. Wir packen zusammen mit ein paar Groupies nach Rot zu fahren, um den Adrian bei seinem Ironman zu begleiten bzw. ihm anzufeuern. Und das könnte ein sehr spannender Tag werden. Ich war noch nie bei so einem Ironman als Zuschauer mit dabei. Wir packen jetzt mal unsere Räder aufs Dach. Kaffee ist gemacht und dann kann es auch schon losgehen. Yeah! So, wir sind mittlerweile in der Nähe von Rot angekommen. Schieben uns hier mal dezent an den Autos vorbei. Auf dem Weg zum Schwimmstart. Es ist 6.05 Uhr, richtig pünktlich, alles gut gegangen. Weiter geht's. Ich habe einfach ein bisschen das Gefühl. Jens Bonino! So, wir sind bei einem Schwimmstart angekommen. Es ist 6.18 Uhr, noch 12 Minuten geht's los. Es ist einfach übelst voll. Richtig krass. Schau mal. Wir haben noch 5 Minuten bis zum Start. Die Schwimmer sind schon im Wasser. Die Spannung steigt. So, die Schwimmer sind jetzt schon 25 Minuten unterwegs. Wir haben von der Strecke gehört, dass Frodeno schon Vorsprung rausgeschwommen ist. Ja, die nähern sich jetzt langsam und wir schauen mal, ob wir Adrian erkennen können. Ja. Ja, der, ja. Der vordere Gerd. So, das war schon mal ein voller Erfolg. Wir haben Adrian sehen können. Schaut gut aus. Er hat einen anderen noch mit dem Schlepptau. Und jetzt schauen wir mal, was er auf dem Rad zusammenbringt. Und Frodeno überragend gut drauf. So, die ersten sind beim Fahrradfahren durch. Jetzt schauen wir mal, wann Adrian kommt. Stimmung ist nicht schlecht, würde ich sagen. Wir haben Adrian nach einer Stunde und einer Minute schon auf dem Bike gesehen, das ein sehr gutes Zeichen ist. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg Richtung Solara Berg. Hier ist ziemlich eng. Ja, alle Bäcker sind ziemlich überfüllt hier, aber ist ja schön. Läuft. Ausnahmezustand. So, wir sind am sagenumwobenen Solara Berg angekommen. Und ja, wir kriegen jetzt richtig gute Plätze. Schauen einfach mal von hier unten. Kommen die Leute. Zack. Dann da hoch. Frodeno müsste kommen um 9 Uhr. 8.57 Uhr, also in 50 Minuten. Yeah.
Zuschauer ist geil. Das ist das zweite Mal vorbei und wir schauen jetzt mal, wo Adrian vorbeikommt, auf irgendeinem anderen Berg, keine Ahnung wie der heißt. Wie heißt der andere Berg? Muss ich nachgucken. Ah, okay. So, wir sind an der Wechselzone. Meine Stimme ist schon ein bisschen angeschlagen. Adrian ist so auf 9 Stunden 20 Kurs in etwa, würde ich schätzen. Und sah aber am letzten Berg echt noch ganz frisch aus. Ich denke, da geht noch was auf dem Marathon. Sehr gut, Benjamin. Jawohl. Hau rein. Geile Flucht, den du machst. Jetzt bist du drin. Yeah. So, Adrian ist wieder doch voll im 9-Stunden-Zeitziel-Limit, läuft doch nach Plan. Wir sind auf der Marathonstrecke, hier sind ungefähr 2 Kilometer und die Leute sind schon ganz fit. So, Adrian dürfte jetzt bei Kilometer 8 ungefähr sein. Was ganz wichtig ist beim Marathonlaufen, Verpflegung. Hat. So, wir warten jetzt hier auf Adrian, der jetzt dann bald die erste Hälfte von der Laufstrecke hinter sich hat, wenn er hier vorbeikommt. Schauen wir mal, wie er da noch ausschaut. Wir werden ihm ganz genau ins Gesicht schauen. Hopp, Dominik, auf geht's! Komm, auf geht's, Adrian, komm, es geht jetzt schon noch, hopp, auf geht's, komm, jetzt hast du die Hälfte schon gleich, hopp, auf, weiter, komm, komm, Adrian, auf geht's, komm, zieh durch, komm, auf, hopp, 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 hopp. Cori, was willst du sagen, wie sah Adrian aus? Er sieht immer gut aus. Schleimer. Nee, also man merkt schon, dass es anstrengend ist, aber wenn es zu locker aussehen wird, dann hätte er irgendwas verkehrt gemacht, oder? Was sagst du da? Ja, also ich denke auch, jetzt hat er ja schon die Hälfte von der Laufstrecke auch hinter sich und so 1,5 Stunden quälen, das muss schon sein, sonst hat sich das Anmelden gar nicht gelohnt. Wenn man sich gar nicht quälen muss, denke ich, das heißt ja nicht umsonst Ironman. Also von daher, ich glaube, das passt schon. Glaube ich, ja. Schafft er. So, jetzt schauen wir Richtung Ziel, oder? Ziel? Ja. So, es ist jetzt 15.14 Uhr. Nochmal kurz zur Erinnerung, der Start war heute früh um 6.30 Uhr. Also jetzt gleich schon 8 Stunden 45 unterwegs, was einfach schon unfassbar lange ist. 5 Stunden fast auf dem Fahrrad zu sitzen alleine, sich mit niemandem unterhalten zu können, kann schon auch echt vom Kopf her eine harte Sache sein. Umso spannender wird es, wie Adrian ausschaut, wenn er hier aufläuft. Mal schauen. Das ist Adrian. Hey! Jawohl! Auf geht's, Adi! Jawohl! Hab gleich geschafft! Auf geht's! Schönes Ding! Hab Adi auf! Jawohl! So, Adrian hat es auch geschafft, endlich, nach 9 Stunden und 35 Minuten circa. Am Ende sah er eigentlich echt wieder frisch aus. So frisch, wie man halt nach 9,5 Stunden aussehen kann. Mir hat es gefallen. Krassen Respekt, Adrian. Echt nicht schlecht. Ja, gut. Kannst du dir nicht vorstellen, wie ich keinen Bock mehr hatte. Bin stolz auf dich, Adrian.
Bernie hat mich informiert die ganze Zeit, er war mein Live-Ticker. Ja, wieder schön am Vloggen. Laufen wie beschissen. Ja, so ist das, wenn man so eine Scheiße macht, da kann man sich nicht mehr bücken. Und wie war's? Hey, danke fürs Anfeuern. Hey, das war so geil. War geil zum Zuschauen. Hast du uns immer gehört? Ja. Ja? Solaraberg, ganz oben mal. Dann waren wir auf den anderen Berg, waren wir noch drüben. Ey, ich hab da fast geflammt, das war so krass. Ja. Ich kann dir nicht vorstellen, wo du reinfährst. Das ist so eng, das ist so krass. Beim Schwimmen haben wir geschrien wie die Sau. Ja, wir waren... Ja. Ach so, kurz vor der Wende. Ja. 10 Meter von dir wahrscheinlich entfernt. Echt? Und wir haben alles geschrien, aber wir haben uns schon gedacht, dass du uns nicht hören wirst. Nein, freilich nicht. Aber mich hat man wahrscheinlich gleich erkannt, oder? Aber in deinem Batsch. Cool. Boah. Das Geile war das Gel, das war so zähflüssig. Ich konnte es nicht aus dem Stöpsel trinken, ich musste den Deckel. Nee, machen. Echt? Dann habe ich das immer so runterlaufen lassen müssen. Nein! So, mittlerweile ist es kurz nach 5. Adrian sitzt hier drüben und ruht sich mittlerweile aus. Hier hinter mir laufen wahrscheinlich bis heute Abend um 22 Uhr noch Leute ins Ziel. Ich habe gar keine Ahnung, ob es überhaupt irgendwie einen Zielschluss gibt. Ich weiß nur, dass die auf jeden Fall bis in die Dunkelheit ins Ziel laufen können. Ja, dementsprechend Ende der heutige Vlog hier und in einem der nächsten Vlogs werde ich auf jeden Fall über meine Zukunftspläne, meine sportlichen Zukunftspläne berichten und dann werden wir auch auf jeden Fall mit Adrian über seinen heutigen Wettkampftag sprechen und ich denke auch ein paar Einblicke in sein Training bekommen. Soweit so gut, wir sehen uns im nächsten Vlog, haut rein, keep on running, bis dann.